Und damit begrüße ich euch zu einem neuen Let's Play auf dem Kanal. Wir haben ihn mal wieder reaktiviert. Wer ist zurück? Na, wer ist es? Das steht wahrscheinlich eh schon im Folgentitel. Jan Ulrich ist zurück. Du hast Entscheidungsfreiheit. Am besten gehst du am Anfang des Rennens ruhig an, aber sei darauf gefasst, dass nach der Hälfte vielleicht jemand attackiert. Ich denke mal, dass auch vorher schon jemand attackiert. Also, wir fahren für das Team Downer. Wir haben eine Tagesform von plus 1. Die Fitness bei 78 ist jetzt natürlich noch nicht ganz so stark. Sind bei der Vuelta Al-Tajira am Start. Ein Rennen, das ich noch nie gehört habe. Es wird später richtig bergig werden, aber wir können natürlich trotzdem mal schauen, ob hier nicht vielleicht mal einer in die Ausreißergruppe geht. Gucken, wir prügeln uns mal ein bisschen nach vorne. Also ich hatte jetzt einfach Lust, den 19er auch noch ein bisschen zu spielen, weil wir bislang hier ja gar nichts gemacht haben. Außer eben mal die Tour de France und den Giro. Da hinten sehen wir den Mann im gelben Trikot, der es jetzt schon trägt. Erste Etappe und schon in Führung. Nein, keine Ahnung. Ich kenne hier, glaube ich, auch gar nicht so viele Fahrer. Aber sieht auf jeden Fall irgendwie ganz nett aus. Mal schauen, was die anderen so machen. Ich bin ein bisschen nervös, weil Ulle jetzt wieder da ist. Wir hatten ja mal mit dem Ulrich Jan schon ein Live-LP angefangen. Also im Stream. Und da müssen wir jetzt wieder durch die Fans durchfahren. Sieht man ungern in heutigen Zeiten, wenn da Autos so durchfahren. So, der Rennverlauf ist beim 19er immer ein bisschen anders. Wie ich finde, normalerweise wird immer von Sekunde 1 an attackiert. Hier ist es immer sehr ruhig und wir haben die 161, also wir sind sogar angeblich der Kapitän der Mannschaft. Da bin ich mal gespannt, wie wir uns hier schlagen werden. Machen wir mal die zweifache rein, mal schauen, ob wir da vielleicht eine Ausreißergruppe erwischen können. Da kam mal ganz kurz so etwas wie eine Attacke und das ist anscheinend der Rundkurs direkt aus der Hölle. Versuchen mal Beschleunigung von 64. Ich habe uns mal den Etappenfahrer Schrägstrich Puncheur eingetragen. Jetzt können wir natürlich nicht mehr zurückschauen, wie wir das sonst immer machen. Erstmal reagiert das Hauptfeld dort nicht. Mal schauen, dass wir uns dann hier mit reinarbeiten. Wir können jetzt nicht zurückscrollen. Im Livestream haben wir es eigentlich nie wirklich mal in die Ausreißergruppe geschafft. Das war ziemlich nervig und anstrengend. Aber jetzt sieht es erstmal gut aus. Nach hinten haben wir jetzt schon eine Dreiviertelminute. Ein paar Kilometer in der Ausreißergruppe müssten da drin sein. 107 Kilometer ist das Ganze lang und ich habe richtig Bock. Also, wenn diese Folge jetzt hier kommt, das wird wahrscheinlich dann, keine Ahnung, Anfang April, 4., 5. April oder sowas sein. Ich kann ja schon mal sagen, ich habe den Giro d'Italia mit dem Abonnententeam schon längst durchgespielt. Ich bin schon mitten in der Dauphiné und weiß aber gerade gar nicht so richtig, wohin mit meiner Lust, weil ich würde eigentlich auch gerne einen Livestream machen. Der Livestream würde dann aber auch das Abo-Team eigentlich betreffen, aber da will ich natürlich auch nicht vorwegnehmen, was dann beim Giro d'Italia eigentlich passiert. Von daher weiß ich momentan nicht so richtig hin, wohin mit meinem Bock mit Radsport aufnehmen. Deswegen investiere ich das jetzt erstmal in Jan Ulrich und ich hoffe, dass Ulle mich dort nicht enttäuschen wird. Und ich meine, dass wir es jetzt gleich in der ersten Etappe schon in die Ausreißergruppe geschafft haben, spricht ja dafür. Ich glaube, wir können vom Wert her ein kleines bisschen runtergehen. Da müssen wir nicht, wenn wir in der Führung sind, nicht ganz so viel Aufwand betreiben. Es ist knapp eine Minute der Vorsprung nach hinten. Wir werden sicherlich die Etappe nicht gewinnen. Das wird eine Sprintankunft werden. Ich hoffe mal, dass wir dann nicht aus der Gruppe rausfallen, weil wir vielleicht in der Gesamtwertung ja auch eine ganz gute Platzierung erreichen können. Problem ist, dass wir, glaube ich, das gar nicht als Führungskilometer bekommen, weil eben da der eine Ausreißer noch vorne wegfährt, der auch einfach mal auf uns warten könnte. Gomez Marin, die Mischung aus Marco Marin und Mario Gomez. Aber er könnte einfach mal warten, weil alleine da vorne wegfahren macht wenig Sinn. Wobei wir jetzt auch näher rankommen. Jetzt waren es mal nur noch 17 Sekunden. Jetzt hat er da vorne wieder das Tempo wieder leicht erhöht. Jetzt sind es 13 Sekunden. Wenn Ulle vorne ist, ist es immer schlecht. Eine Minute 9 nach hinten. Und jetzt fahren wir dem so ein bisschen hinterher, was schade ist. Weil wie gesagt, das gilt dann für uns nicht als Führungskilometer. Jetzt hat er schon eine halbe Minute Vorsprung. Und so richtig nachführen will hier auch keiner mehr. Ja, doch. Also eine Minute 14 nach hinten. Da das jetzt gerade nicht so spannend ist, wir fahren quasi im Kreis. Wir kennen das mit dem Pro-Cyclist-Modus. Man hat natürlich von der Taktik her immer nur einen einzigen Fahrer, den man irgendwie einspannen kann. Mehr geht da eben nicht. So, und jetzt müssten wir ihn dann auch gleich mal eingeholt haben. Und dann halten wir uns mal ein wenig raus aus dem Ganzen. Dann sammeln wir nämlich ein paar Führungskilometer. Einige Fahrer haben sich da jetzt auch kaputt gefahren in dieser ganzen Situation. Wir hängen uns mal mit dran. Und jetzt haben sich hier irgendwie alle ziemlich kaputt gefahren.
Jetzt sind es noch 70 Kilometer ins Ziel und so richtig kann gar keiner mehr. Nicht sehr clever gemacht, Leute. Wir wissen nicht, wie der Fahrer aktuell drauf ist. Wir müssten ihn also beobachten. Das finde ich einen extrem geilen neuen Modus, dass man also nicht sieht, was sind die Fähigkeiten der anderen, sondern man muss so ein bisschen darauf achten, welchen Fahrer kennt man vielleicht aus der Realität oder dass man eben die Fähigkeiten während des Rennens beobachtet. Das finde ich extrem geil. So, wir sammeln ein paar Führungskilometer, sind allerdings bald wahrscheinlich reif für das Hauptfeld. Das war eine sehr, sehr schlechte Gruppe, die hier mit uns unterwegs war. Aber ich denke mal, dass wir da schon mal ein paar Erfahrungspunkte sammeln können. Ich fahre jetzt mal mit dem 65er Wert. Sehr viel besser wird es nicht mehr werden. So, Ulle ist da. Ulle hat auf jeden Fall da eine Allergie. So, jetzt kommen die nächsten Attacken. Also das war jetzt erstmal nicht so erfolgreich. Aber wir halten uns dann jetzt erstmal im Hauptfeld weiter auf. Beschützt wird Marmos aus unserem Team. Ulle macht den Klöden und fährt rechts draußen im Wind. Also wie gesagt, ein paar Führungskilometer gesammelt. Wir hätten natürlich eigentlich auch noch ein bisschen abwarten können. Die Rennverläufe beim 19er sind anders als bei den Vorgängern. Muss man wirklich dazu sagen. Da muss man sich erst dran gewinnen. Gutierrez ist jetzt vorne ausgerissen. Dann braucht man hier echt seine Kompetenzen als absoluter Radsportexperte. Also Lukas müsste hier jetzt eigentlich dabei sein, der mir das alles erklärt, wer ist. Bei der Sprintwertung sind wir Zweiter geworden, da habe ich gar nicht so sehr drauf geachtet. Dann holen wir uns selber ein Wasser am Ende des Feldes, haben wieder ordentlich Energie. Und dann werden wir wahrscheinlich nicht viel reißen hier bei dieser Flachetappe. Von der Teamtaktik her hatten wir eh das freie Element und ich denke mal, dass die Bergetappen ganz interessant für uns werden. Also ich hoffe, ihr freut euch, dass Ulle wieder da ist. Mir hat der Pro Cyclist Modus mit Ulle eigentlich immer extrem viel Spaß gemacht und beim 19er jetzt habe ich auch gesehen, im Menü gibt es auch noch mal einige Änderungen, die Spaß machen. Man kann Punkte noch mal verteilen, die Erfahrungspunkte dann eben auch in bestimmte Bereiche einteilen. Man kann dem Fahrer nicht nur eine einzige Variante geben, sondern man kann eben auch sagen, hey, du kannst auch noch Puncheur eben quasi mit trainieren und das kann man eben auch immer noch mal ändern, falls man da noch mal die Punkte erhöhen möchte. Ich schicke Ulle jetzt mal gerade ein kleines Stückchen weiter zurück, weil er da vorne sehr im Wind gefahren ist. Zeitabstände wird es keine geben, aber wir haben in der Ausreißergruppe schon gesehen, das Feld ist nicht ganz so stark. Deswegen habe ich diesmal auch kein Continental Pro Team genommen, weil da die Konkurrenz ja doch extrem stark war und da konnten wir einfach nicht mithalten mit den Allerbesten. Deswegen jetzt nur ein Kontinentalteam. Wir haben dadurch natürlich nicht ganz so viele Rennen, aber wir sind Kapitän. Wir können häufiger selbst entscheiden, was wir machen. Also, da freue ich mich drauf. Punktewertung sind wir auf dem dritten Platz jetzt mit 4 Punkten. Da hätten wir jetzt vielleicht ja sogar nochmal reinhauen können, aber vom Sprintwert wird das eh nichts werden. So, jetzt ist die Zeit gekommen, dann doch ein bisschen weiter nach vorne zu fahren. Schau gerade mal, wer bei uns im Team noch dabei ist, ob wir da jemandem helfen können. Der gute Herr Bauer ist dabei. Wir kennen nicht mal die Werte unserer eigenen Fahrer. Das finde ich dann schon ein bisschen merkwürdig. Aber ich beobachte die jetzt mal nicht, sondern schaue mir das dann vielleicht demnächst mal raus. Wir fahren nach vorne, damit es da keine Zeitabstände gibt und setzen natürlich alles auf die Bergetappen. 68er Bergwert ist jetzt erstmal nicht ganz so viel. Aber damit können wir auch leben. Vielleicht können wir ja eine Überraschungsattacke setzen. Ich glaube nicht, dass das Spiel uns das machen lässt. 18 Kilometer noch. Das erste Rennen von Jan Ullrich, der junge, talentierte Fahrer. Sieht ein bisschen aus wie die deutschen Nationalmannschaftstrikots von früher. Na, Ulle, nicht auf die Busspur. Schön dranbleiben. So, das Feld ist zusammen. Keiner macht wirklich was. Vorne wird der Sprint angefahren. Tempo ist schon ordentlich. Wir fahren mal ein Stückchen weiter vor. Schauen, ob Ulle das schafft. Wert in der Ebene ist natürlich momentan nur bei 60. Da muss noch ein bisschen was kommen. Aber die Konkurrenz hier scheint nicht ganz so stark zu sein. So, noch 12 Kilometer. Wir schauen eigentlich ordentlich aus. Sind in einer guten Position. Marmos von der Statur her sieht er schon eher wie ein Sprinter aus.
Aber wir sehen ja auch, dass unsere Kollegen eigentlich auch noch ziemlich gute Werte haben. Also jetzt auf der Flachetappe wird es nicht besonders selektiv werden. Wir hängen uns mal an unseren Kollegen dran, den Marmos. Der schnöde Marmos bei uns im Team. Das Auto fährt einfach mittendurch. Auch im 19er ist das Problem immer noch nicht gelöst. Hätten uns mal die Favoriten merken sollen, beziehungsweise ich hätte das machen sollen, weil da wart ihr ja noch gar nicht dabei. So, Ole versucht hier irgendwie mal durchzukommen, ein bisschen weiter nach vorne. Wir versuchen natürlich eine gute Platzierung für uns irgendwie rauszufahren. Mal schauen, wer ist denn hier der Sprinter? Juarez sieht jetzt nicht unbedingt aus wie ein Sprinter. Nee, aber vielleicht hier. Der sieht aus wie ein Sprinter. Können wir uns da das Hinterrad schnappen? Ulle versucht darüber zu kommen. Figueiredo. Auf Ulle, fahr da vorne wieder hin. Der hat immerhin die Rücken Nummer 1. Es sind noch 2 Kilometer. Dranbleiben, Ulle. Lass dich hinfahren, führ dich zum Schotter. Nee, jetzt kann der nicht mehr. Das ist eher nicht so gut. Ja, gut, da haben wir jetzt kein gutes Hinterrad gehabt. Aber im Sprint wird Ulle jetzt auch wenige Chancen haben. Also Top 20 schaffen wir erstmal nicht. Der schnöde Marmos, unser Team-Captain im Sprint anscheinend, kommt auf Platz 8 rein. Finde ich gut. Merken wir uns mal für die nächste Etappe, dass wir ihm dann vielleicht auch ein bisschen zur Seite stehen. Aber immerhin haben wir mal schon die Ausreißerluft gesammelt und die Kamera ist hier einfach ein bisschen fluffiger. Entschuldigung, wenn ich das immer so hin und her mache. So, ein Fahrer wurde dann auch abgehängt. Gut, Jerez. So gut ist der Jerez gar nicht. Ist eher ein schlecht Jerez. Mensch, haben wir den Gag auch mal gemacht. Super, also ich bin total motiviert. Ich freue mich auf Jan Ullrich. Und gewonnen hat Adam Tupalik. Wer kennt ihr nicht? Philipp Marmos, wie gesagt, auf der 8. Dann sind 4 Argentinier in den Top 10. Ich tippe mal darauf, dass die Rundfahrt in Argentinien stattfindet. Einfach mal nur so rein ins Blaue. Dann sind wir in der Gesamtwertung auf Platz 7, weil wir natürlich ein paar Sekunden geholt haben. Das finde ich erstmal cool. Oscar Sevilla ist auch noch mit dabei für das Team Medellin. Die fahren wahrscheinlich nebenbei die Drogen aus Medellin. Wer Narcos gesehen hat, das musste jetzt sein. So, Nachwuchsfahrerwertung sind wir auf Platz 2. Vielleicht können wir das ja alles irgendwie verteidigen. Ich finde, das war ein guter Start. Die Ausreißergruppe, die Punkte, die wir uns dort geholt haben, in der Sprintwertung, so ein bisschen nebenbei, hat alles sehr gut funktioniert. Mal schauen, was der Teamchef sagt. Erstmal nix. Ist er zufrieden? Gibt keine Anzeichen von Zufriedenheit. Erstmal noch die Stufe 0. So, im Januar haben wir jetzt eben die Vuelta Altachira. Im Februar geht es dann erstmal etwas dezenter zur Sache. Da haben wir wenige Rennen, aber ab März geht es dann in einige schwere Rennwochen rein. Deswegen habe ich die Fitness im Februar dann auch erstmal wieder ein bisschen runtergefahren, zum März dann wieder hoch. Deswegen gehen wir jetzt auch direkt wieder rein in eine relativ flache Etappe. Das machen wir jetzt einfach in der Folge nochmal. Ich schneide, versuche aber ein bisschen was rauszuschneiden und dann sehen wir uns gleich beim Rennende wieder. Bis gleich. Und damit begrüße ich euch zurück. Die letzten 20 Kilometer der zweiten Etappe. Natürlich wieder Flachetappe. Ausreißergruppe ist gerade eingeholt. Hier war noch Gordillo vorne mit dabei. Wir hängen vorne mit im Feld. Wir gehen mal runter und schauen uns das natürlich aus der Ego-Perspektive an. Hier ist jetzt erstmal Ruhe im Feld, die hier ordentlich Nachführarbeit geleistet haben. Wir können ja mal schauen. Wir können mal antesten, ob da was geht. Vielleicht reagiert das Feld ja nicht. Doch, es reagiert. Kleine Überraschungsattacke, aber hat nicht funktioniert. Deswegen halten wir uns dann jetzt auch wieder zurück. Also ich versuche natürlich am Anfang jetzt hier immer mal so ein paar Spirenzchen zu machen, nur um das Let's Play auch interessanter zu machen. Ich würde mich dann vielleicht mal um Marmos kümmern. Wo ist Marmos? Ist der hier vorne? Der ist da. Dann klemmen wir uns mal vor ihn, beziehungsweise er möchte gar nicht beschützt werden von uns. Nee, er ist schon in der
hat schon ein Hinterrad genommen. Ah, jetzt gibt es hier nochmal die Sprintwertung. Die hätten wir uns natürlich noch holen können. Das wäre vielleicht doch ganz clever gewesen. Die hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Da wird aber keine Lücke reißen. Ole tritt da relativ locker hinterher. Das war erstmal nix. So, aber auf jeden Fall vorne bleiben. Sehr unruhiger Rennverlauf. Normalerweise sieht sowas ja immer ganz anders aus. Wir schauen gerade nochmal, welches Hinterrad wir uns denn klemmen sollten. Wir sehen Adam Tupalik. Man sieht, wir haben natürlich die Sprintwerte noch nicht, aber anscheinend ist der ja nicht ganz schlecht. Klemmen wir uns mal ans gelbe Trikot dran. Mit Ulle. Verkehrt kann das nicht sein. Prügeln uns durch und es ist natürlich jetzt auch nicht mehr weit ins Ziel. Schauen. Auf geht's, Ulle. Ja, da kommen wir vorne natürlich nicht mehr hin. Jetzt nochmal mit letzter Kraft kommen wir da so Richtung Top 15. Diesmal gewinnt Reyes. Miguel Angel Reyes. Da sehen wir das grüne Trikot Diaz und jetzt sind wir auch platt. Und sehen, dass unser Sprintwert zu schlechtes kommen, aber auf dem guten 14. Platz rein. Das war ein guter 14. Platz. Dann schauen wir nämlich jetzt nochmal schnell ins Menü und schauen uns da an, wie es denn da so ausschaut. Siegerehrung nehmen wir natürlich mit. Miguel Angel Reyes, Nicolas German Tivani, also auch ein deutscher Argentinier. Philipp Marmos auf der 9. Wir hatten auch das weiße Trikot des besten Jungprofis. Ich weiß nicht, ob wir das verteidigen konnten. Nee, leider nicht. Weil Nicolas German Tivani da jetzt dann eben nochmal Zeitbonifikation geholt hat. Deswegen haben wir es leider verloren. Aber auf jeden Fall, der Hype ist real. Ulle ist back. Reyes ist der Flinkste. Und dann schauen wir nämlich mal einmal auf die Fahrerinfo. So schaut es bei Ulle momentan aus. Das Downer-Team, 2.500 Euro pro Monat verdienen wir für nächstes Jahr. Entschuldigung, noch keinen Vertrag. Bislang sind wir 24. und 14. geworden. Der Chef hat noch nichts wirklich dazu gesagt. Das sind unsere Fähigkeiten. Hier können wir dann natürlich immer ein bisschen was drauflegen, sobald wir eine neue Stufe erreicht haben, was ich persönlich ziemlich cool finde. Dann gibt es hier das Training. Da habe ich jetzt erstmal auf schwer eingestellt und hier auch, damit wir eben auch bei dem nächsten Rennen Gravel and Dingsbums, Gravel and Tar. Und dann haben wir erstmal im Februar kaum Rennen. Der Formaufbau beginnt dann Richtung März, wo wir dann die Tour de Normandie zum Beispiel fahren. Ardennen im April und viele, viele Rennen gibt es leider nicht bei dem Team. Das wird man dann sehen, wenn man hier beim Kalender angekommen ist. Das ist quasi alles, was wir in den ersten 3 Monaten fahren können. Ist ein bisschen schwach auf der Brust, aber vielleicht wird das ja dann hier mehr. Da sehen wir schon, da haben wir eine leicht größere Auswahl. Wir müssen da bestimmt noch einige Rennen mit reinnehmen und kriegen bestimmt auch noch Punkte für Stufenaufstiege. Deswegen müssen wir jetzt auch bei der Rundfahrt sehr, sehr gut abschneiden, damit das eben nochmal besser wird. Unser Team, wir haben eine Änderung vorgenommen, anscheinend. Egal. Unser Team sehen wir hier. Wir haben noch nicht wirklich viele davon beobachtet. Wir wissen gar nichts über das Team. Wir wissen nicht mehr die Fähigkeiten des Teams. Das ist schon sehr erschreckend. Wir interessieren uns einfach gar nicht für unseren Arbeitgeber. Fürs nächste Jahr haben auch nur 3 Fahrer einen neuen Vertrag. Im Lazarett war noch keiner. Doch, da ist Bronchitis bei Henning Bommel. Und Christopher Heider hat Kopfschmerzen. Aber dem geht es bald wieder gut. Die Fitness ist bei einigen jetzt schon sehr, sehr im Ermüdungsbereich. So früh in der Saison, naja, die haben wahrscheinlich jetzt richtig reingeknödelt, damit sie zum Anfang der Saison gut drauf sind. Ich finde, Ulle hat das erstmal ordentlich gemacht. Bei den Ergebnissen Schlüsselmoment, das kenne ich auch noch nicht. Der Schlüsselmoment, ah, okay. Rundfahrten, Weltmeisterschaften, das müssen wir irgendwann mal machen, beziehungsweise müsst ihr mir das erklären, was das genau ist. Und hier haben wir noch die Welt, sieht ein bisschen verkehrt aus, wenn man den Kopf um 90 Grad dreht, aber macht ja nichts. Julien Alaphilippe, den können wir verpflichten. Der kann dann unser Wasserträger werden. Der fährt im Auto hinten mit. Der ist bestimmt günstig. Genau, also wir spielen weiter. Mal schauen. Gravel and Tar, wie gesagt, steht dann auch noch Ende Januar an. Jetzt geht es aber natürlich erstmal die Vuelta al Táchira. Da gibt es die nächste Flachetappe. Und dann würde ich da die letzten 20 Kilometer. Oh, was haben wir denn jetzt? Unwohlsein. Das ging jetzt aber flott. Das ist aber nicht gut. So schnell haben wir ein Unwohlsein. Wir bleiben natürlich trotzdem am Ball
hoffen, dass ein Arzt mitgeschickt wurde und dann sehen wir uns gleich wieder im Finale der Etappe. Dann geht es von El Orsa nach Guasdualito. Klingt der fantastisch. Bis gleich. So, wir steigen etwas früher ein in die Etappe. Ulle hat zwar Unwohlsein, aber eigentlich eine gute Tagesform. Die sieht man jetzt hier nicht durchflackern. Wir sind in der Ausreißergruppe. 7 Fahrer sind mit dabei. Magnesso, Villegas, Lucero. Ich kenne die alle nicht. Egidio, Da Rosa und Paez. Wir können natürlich jetzt mal zum Spaß einfach mal ihn hier beobachten. Und mal schauen, was da so geht. Und vor allem wollen wir bei den Sprintwertungen natürlich vorne reinfahren. Dann können wir uns da, wenn es gut läuft, 12 Sekunden holen. Oder? Waren das nicht... Ne, 3 Sekunden, Entschuldigung, 6 Sekunden können wir uns holen, wollte schon sagen, damit wären wir ja quasi fast im Führungstrikot. Das wäre dann ein bisschen viel. 1 Minute 48 ist schon der Vorsprung und wir sind schon wieder in der Ausreißergruppe. So ist das Ganze doch deutlich schöner als damals mit dem Ulrich Jan. Da hat das ja eher nur so durchwachsen funktioniert. So, die Gruppe ist sich nicht so einig, also Paez, Egidio und Galarreta wollen nicht mit uns fahren. Hier gibt es dann jetzt wahrscheinlich diese verschiedenen Beobachtungsstufen, die es früher schon immer gab. Schauen, wie viel wissen wir von ihm. Bislang noch nichts. Aber wir beobachten weiter, wir bleiben da dran. Aber die anderen fahren nicht mit und das ärgert mich. Das ist echt schade. Ich stelle es gerade mal ein bisschen schneller. Habe unser Tempo mal ein bisschen langsamer gemacht, weil wenn die anderen nicht mitfahren, dann wird das auch nichts. Mit der Gruppe, dass die ankommt. So, ich hoffe mal, da attackiert jetzt auch keiner. So, jetzt müssen wir schauen. Da fahren wir auf jeden Fall weiter vorne mit. Und jetzt sind auch schon einige Fahrer platt. Das sehen wir hier, die sich da in der Ausreißergruppe ein bisschen verausgabt haben. Fahren jetzt mal an zweite Stelle. Schau mal, wenn wir die Führung dann übernehmen, dass wir es dann auch von vorne zu Ende fahren. Wir müssen uns gleich mal ein Wasser holen. Folgen ihm mal. Beziehungsweise wir fahren jetzt mal vorbei. Fahren das von der Spitze aus. Wir wollen die Sekunden, wir wollen das weiße Trikot wieder haben. Komm, Ulle, hol's dir. Wir schauen rüber. Wird ein enger Kampf, aber Ulle holt sich hier die Punkte. Sehr schön. Also 3 Sekunden wieder gut gemacht. Und jetzt können wir erst wieder Tempo rausnehmen. Mal schauen, was die Konkurrenz noch so kann. Dann sind wir... Ja gut, wir haben natürlich auch Zeitwertung vorläufig. Da ist Ignacio Daniel Lucero noch vor uns. Wer ist denn der Drecksack? Er hier, aber er kann eh schon nicht mehr. Der hat sich auch schon mal Zeitbonifikation anscheinend geholt. Wir versuchen natürlich zur nächsten auch noch hinzukommen. Da nochmal 3 Sekunden holen. Ist jetzt für die Gesamtwertung insgesamt nicht ganz wichtig, weil wir natürlich noch einige Berge haben. 1,42 der Vorsprung, 40 Kilometer bis zur nächsten Sprintwertung. Aber wie gesagt, wir versuchen ein bisschen Spannungselement hier mit reinzubekommen. Oh ja, Wasserflasche, das habe ich eben noch gesagt. Holt uns natürlich keiner. Hier reißt hinten keiner aus, um uns ein Wasser zu bringen. Aber Ulle macht das schon. So, wir halten uns wieder ein bisschen zurück. 1,24 der Vorsprung. Etappensieg wird es eh nicht werden. Das war aber von vornherein klar. Jetzt müssen wir schauen, dass die Gruppe sich hier halbwegs irgendwie einig ist. Jetzt fährt gar keiner mehr und jetzt hat vorne einer angegriffen. Hallo, ich würde gerne runtergehen. Zu Ulle. Ah, das ist Paez, der angegriffen hat. Ja, die können doch alle nicht mehr. Ich würde die gerne eigentlich hinter mir lassen. So, ich hoffe, dass das irgendwie eine Lücke gerissen hat. Boah, das Hauptfeld ist auch schon da. Die kommen jetzt natürlich für die Sprintwertung. Das wird nichts mehr. Das können wir knicken. Naja, 32 Sekunden sind es noch nach hinten. Dachte, wir würden das noch schaffen bis zur Sprintwertung. Bringt natürlich auch nichts, wenn wir dann Sekunden verlieren, indem wir aus der Gruppe rausfallen.
Aber ich glaube, das war's dann jetzt. Na gut, 3 Sekunden haben wir uns immerhin geholt. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen vom Gasfuß runtergehen, weil das Hauptfeld eh gleich rangebraust kommt. Pace mit 14 Sekunden. Wir wollen ja eigentlich nur ums weiße Trikot fahren, aber den lassen sie jetzt die Punktewertung gewinnen. Das finde ich ein bisschen schade. Können es ja mal versuchen gleich, vielleicht kurz vor der Sprintwertung nochmal was zu machen. Das Hauptfeld hier um die Sprintpunkte sprinten wird. Das werden wir gleich rausfinden. Ja, da kommt auf jeden Fall schon mal der Sprinterzug. Ich glaube, ja, da ist auch Marmos mit dabei. Also da werden wir keine Chance haben, da noch Punkte zu holen. Nee, dann können wir uns die Kräfte sparen. Haben auf jeden Fall 3 Sekunden geholt. Eine Sprintwertung gewonnen, ist doch auch schön. Und dann schauen wir uns dann jetzt gleich nochmal die letzten Kilometer an, beziehungsweise wir schauen uns auch mal den Sprint an. Hier vorne, Paes ist noch mit einer halben Minute Vorsprung weg. Mal schauen, ob er noch aufgefahren wird. Ich glaube ja. Es geht hinten der Sprint los. Nascimento. Wir schauen uns das vielleicht doch mal eher so an. Da ist Richese. Marmos kommt jetzt. Verballert wirklich viel Energie, aber holt sich leider die Punkte nicht mehr und es fliegt dann automatisch zurück, sobald die da vorne ausgerissen sind. Also Marmos jetzt auf Platz 7 in der Punktewertung. Und Ulle kann sich jetzt eigentlich wieder ein kleines Stückchen zurücknehmen. So weit vorne fahren müssen wir da jetzt nicht. Und dann legen wir hier eine sehr, sehr ordentliche Rundfahrt hin. Haben wir Paes immer noch vorne als Ausreißer? Habe ich den vorhin jetzt übersehen, dass er die Punktwertung doch noch gewonnen hat? Ist ja auch nicht schlimm. Unsere Pulswerte sind eigentlich dafür, dass wir so weit vorne fahren, immer recht ordentlich. Auch zur Konkurrenz gesehen. Wir haben heute eine gute Tagesform plus 2. Mit Unwohlsein, das liegt Ulle einfach. Er kennt gar kein anderes Gefühl mehr. Auch in der aktuellen Situation. Wobei es ihm ja ganz gut geht. Christian Gebhardt hat ja mal einen T-Online-Beitrag, glaube ich, in die Kommentare geschrieben, wo dann drin stand, dass sein Bruder gesagt hat, dass es ihm wohl ziemlich gut geht aktuell. So, noch 20 Kilometer. Es wird einen Massensprint geben. Ulle fällt jetzt hier auch langsam weiter zurück. Wir müssen den Wert wieder etwas erhöhen. Die Nummer 41 greift nochmal zum Flachmann. Der Haider Hated ist hier natürlich auch dabei. Dann versuchen wir uns doch mal an den guten schnöden Marmon dran zu hängen. Nehmen das Hinterrad mal ein bisschen früher. Mal schauen, ob ihn einer gut in Position bringt. Aber er sah jetzt gerade recht stark aus. Bei dem Zwischensprint. Noch hat er sich kein Hinterrad gesucht, Marmos, das sehen wir ja oben. Na, sind es noch 10 Kilometer? Bislang hält sich Ulle da ganz gut. Ja. Ein bisschen weiter vorne wäre geil. Aber vielleicht kommt er jetzt da rechts vorbei. Jetzt Tempo machen, Junge, und rechts raus. Nee, will er nicht. Will lieber in die Masse rein und aus dieser Masse raus haben wir dann halt keine Chance. Sonst noch 5 Kilometer. Jetzt fährt er nach vorne. Genauso muss das. Ulle sucht das Hinterrad. Jetzt aber weiterfahren, Leute. Wir bleiben dran. Wir sind gespannt, was er macht. Na, Ulle. Da hat er natürlich nicht die Sprinterfähigkeiten, um sich da durchzudrängeln. Marmos jetzt in einer sehr, sehr guten Position. Ulle sprintet mit. Achso, stimmt. Energiegel habe ich vergessen. Ulle versucht es da dran zu bleiben mit großen Schritten. Da brauchen wir gar nicht sprinten, weil wir eh schon platt sind, aber wieder ein ordentliches Ergebnis und Marmos kommt auf den 3. Platz rein. Also er ist einer der besten Sprinter der Rundfahrt. Ulle kommt hier Richtung Top 10, wird es knapp nicht reichen, aber wieder so 13., 14. Platz, circa 15. ist ja gut. Danke Figueiredo, dass er uns da eines Besseren belehrt. Wird alles als ein Feld gewertet.
Und dann waren das die ersten drei Etappen der Vuelta al Táchira. Also Touch ist ja eigentlich momentan nicht so, eher Social Distancing, aber wir fahren trotzdem die Vuelta al Táchira der guten alten Zeiten wegen, als wir uns alle noch ständig getoucht haben. So, Miguel Ángel Reyes ist wieder der schnellste. In der Gesamtwertung sind wir jetzt wieder auf Platz 8 vorgefahren, dadurch, dass wir die Sprintwertung geholt haben. Bedeutet, in der Punktewertung sind wir nicht dabei. Weißes Trikot um eine Sekunde haben wir es verpasst. Schade. Aber das können wir ja vielleicht auf der Bergetappe dann für uns holen. Es ist keine besonders gut besetzte Rundfahrt. Das merkt man daran, dass wir mit Ulle immer einer der Besseren sind, auch gerade in der Ausreißergruppe. Aber dann würde ich mich einmal verabschieden. Ich schaue vor allem auch mal, wie laut die Musik denn überhaupt im Menü ist. Oh, wir haben irgendwas geschafft. Durch ihre Leistung im folgenden Rennen haben sie neue XP erhalten. Erster Ausreißversuch von mehr als 50 Kilometer in Kontinental und 25 Kilometer ebenfalls. Dann hat das vorher alles nicht gegolten. Alles, was ich hier rausgehauen habe, hat nicht gegildet. Bin sehr enttäuscht davon. So frische bei 75%, klar. Wir sind auch gerade die Etappe fertig gefahren. Ich hoffe, dass das am nächsten Tag besser ausschaut. Schauen wir mal. Jetzt sind wir wieder bei 99% und ich hoffe, dass das Profil jetzt auch mal ein bisschen bergiger wird. Mit so einem etwas durchwachsenen Fahrer wie Jan Ullrich es ja aktuell noch ist. Er ist das Unwohlsein hat er besiegt. Er ist bei 81% Fitness. Die Werte sind natürlich noch nicht so toll. Eigenschaft Regeneration, ja, ist noch nicht ganz so stark. Das wird alles noch gut. Auslösung der Formhöhepunktanzeige 8 Wochen vor nächster Aufgabe. Wird alles seinen Sinn haben. Wir werden das alles bestimmt auch noch besser in den Griff bekommen. Jetzt ist erstmal wichtig, Jan Ullrich ist zurück. Er hat 0 Siege, 0 Monumente und 0 Klassiker gewonnen. Das wird sich natürlich alles in der Karriere noch ändern. Wir peilen die drei großen Rundfahrten an, sicherlich auch Zeitfahrweltmeister. Sowas können wir alles schaffen. Und vielleicht schaffen wir ja auch mal aus ihm einen guten Puncheur zu machen. Wer weiß, es kann alles passieren, alles ist möglich. Wer hätte gedacht, dass wir alle in der Quarantäne sitzen? Dann kann Jan Ullrich doch auch mal Paris-Roubaix gewinnen. Also bitte. Wir arbeiten dran und sehen uns in der nächsten Folge vom Pro Cyclist mit Jan Ullrich wieder. Bis dann.